Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tekkit Tutorial. Jemand hat mir eine Anfrage oder ja einen Tutorial-Wunsch geschickt, und zwar ich sollte eine automatische Rubber Tree Farm bauen. Ja, da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und rausgesucht, was denn meiner Meinung nach eine der einfach zu bauen, simplesten Möglichkeiten. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten in Tekkit, da kann man ganz schön kreativ sein. Mein Favorit ist wirklich die hier, nämlich habe ich hier mit den drei Mods Buildcraft. Oh, da geht's schon los, wie man sehen kann. Funktioniert auch recht flott. Der Baum ist schnell weg, wird alles schnell einsortiert und auch wieder schnell nachgepflanzt. Das ist der Vorteil. Ja, also wie gesagt, Buildcraft, IndustriaCraft 2 und Mine Factory Reloaded. Ja, dafür brauchen wir eine ganze Menge verschiedener Geräte. Von Mine Factory Reloaded nur zwei Stück, nämlich einmal den Planter, den craftet ihr so, und den Harvester, den craftet ihr so mit einem, ja, mit einer Goldaxt und zwei Scheren. Ja, wie ihr das Ganze aufbaut: Ihr braucht, ich nehme dafür mal Dreck, erstmal einen Platz, wo ihr das hinmachen wollt. Und da setzt ihr dann einfach so stumpf den Planter hin. Darauf machen wir jetzt eine 3x3 Fläche. Also der Harvester und auch vor allem der Planter haben eine größere Reichweite, aber wir bleiben am 3x3. Und ja, dann brauchen wir hier noch den sogenannten Harvester. Den könnt ihr auch mit Geräten ausrichten. Ihr müsst aufpassen, dass dieses Viech hier, also diese Seite hier, unbedingt hier hingeht. Mit dem sogenannten, ich gebe das mal kurz ein, Sledge. Mit dem sogenannten Precision Sledgehammer könnt ihr das einstellen. Und ja, da packt ihr dann sozusagen die Rubber Tree Saplings rein. Ich brauche natürlich einen Anfangsanzahl an Rubber Tree Saplings. Ah, da doch nicht. Hier unten in den Planter. So. So, da packe ich einfach mal 4 Stacks rein. Eigentlich schon viel zu viel. Ein Stack hätte es auch getan. Also müsst ihr ein bisschen drauf achten. So. Als nächstes müssen wir das mit Strom versorgen. Da reicht eigentlich schon eine LV Solar Array aus. Ich mache das folgendermaßen hier so ein bisschen weiter weg wegen dem Baum. Dann bauen wir hier eine Badbox rein. Hier vielleicht noch eine zweite, kann ja nicht schaden. Und dann sollte das an Strom auch reichen, weil so viel wird ja auch wieder nicht gebraucht. Ehe ein Baum nachgewachsen ist, ist schon wieder so viel Strom verbraucht. Laden, sagen wir mal so. Gut. Das wird wahrscheinlich, ja. Gut, er hat nachgepflanzt. Das dauert noch ein bisschen, ehe der sich irgendwie vollfüllt oder so. Da steht jetzt nur die ganze Zeit die... Ach, jetzt füllt sich voll, gut. Da stand die ganze Zeit die 27, weil das hier noch nachgeladen ist, weil die Maschinen noch Strom gekriegt haben. Gut, solange das jetzt geht, er würde jetzt harvesten, also abfarmen sozusagen. Da fehlt aber noch was. Wir müssen ja irgendwie die Setzlinge, das Holz und auch den Sticky Resin wegholen. Und dafür müssen wir das Ganze an das ganze System Rohre anschließen. Das Ganze machen wir mit Buildcraft. Ich benutze dafür jetzt mal goldene. Es reichen auch schon Cobblestone Transport Pipes aus. Ich nehme jetzt aber goldene, weil die schön schnell sind. Und also das ist der. Und dann nehmen wir hier ein sogenanntes Diamond Transport Pipe oder Diamantenes Transport Pipe. Der hat jetzt hier verschiedene Farberkennungen. Wir brauchen aber nur die eine, nämlich die schwarze da unten. Und da packen wir jetzt den Rubber Tree Sapling ein. Das funktioniert ungefähr wie ein Filter. Das wird hier rausgefiltert. Der Rest wandert einfach ganz normal weiter. Und also mit denen kann man steuern, wie was wohin kommen soll. Oh, das wollte ich nicht.
Gut, das heißt, das Holz und das dicke Resin, der läuft jetzt ganz normal hier durch und in diese Truhe. Nur die Saplings, die wandern jetzt hier runter und hier rein. Gut, darauf warten wir jetzt mal. Oder noch einfacher, ich nehme einfach mal Knochenmehl und helf mal ein bisschen nach zum Zeigen. So, Baum steht da, wird erkannt, abgeerntet. Wumm, weg ist er. Nächster schon da sogar. Geht so schnell, man sieht das hier bei den Goldenen gar nicht. Da sieht man es gerade, wie hier so schön durchwandern. Da kommen die Viecher rein. Und hier eben Sticky Resin und Rubberwood. Alter, so schnell komme ich gar nicht nach. So schnell geht das hier. Also hier ist mehr Strom drin als benötigt. Das funktioniert auch sehr gut, wie man sehen kann. Die wachsen alle sehr schön nach. Und schon haben wir hier ohne Ende schon über einen halben Stack, 8 Stück Resin. Und ja, nur dass die Tree Tab halt nicht benutzt werden kann. Aber das würde noch eine komischere oder sagen wir mal kompliziertere Maschine benötigen. Und ich finde, das hier ist ja völlig ausreichend. Ja, das war meine kleine Farm hier zum Rubber Tree Sapling. Ihr könnt gerne reinschreiben, was ihr noch selber als Tutorials haben wollt. Und wenn es hilfreich war, wären Likes ganz gut. Das würde immer ein bisschen weiterhelfen. Ihr könnt mich abonnieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Tutorial oder eine Let's Play Folge von uns. Und ja, was kann man dazu noch sagen? Ich überlege gerade so. Ich glaube, achso, hier solltet ihr drauf aufpassen. Bei Sheer Leaves auf No muss das stehen. Das ist standardmäßig auf No. Wenn das auf Yes ist, dann werden hier keine Setzlinge mehr ausgegeben. Und das muss ja sein. Sonst kommen die ja nicht zum Harvest, zum Planter. Und das ist nicht gut. Gut, das hätten wir. Und dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.